Willkommen zurück mit einer wichtigen Nachricht, denn ich habe mich dazu entschieden, in Zukunft keine Videos zu Mario Maker mehr zu machen. April. Obwohl nicht ganz, denn es ist nicht gelogen, denn es handelt sich natürlich um das Mario Maker für die Wii U, dessen Server in Kürze abgeschaltet werden und damit sämtliche Online-Funktionen nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Das ist nicht so schlimm, weil Mario Maker 2 für die Switch alles hat, was auch Mario Maker 1 hatte, plus noch mehr, bis auf eine wichtige Sache, und das ist die 100-Mario-Herausforderung. Die wurde ersetzt durch die Endlos-Herausforderung, und die möchte ich jetzt zum Abschluss einfach nochmal spielen. Natürlich auf sehr schwierig. Wer nicht mehr weiß, wie es hier funktioniert, man spielt nicht unendlich Level oder versucht unendlich Level zu schaffen, sondern das Ziel ist es, 6 Level zu schaffen. Und dafür hat man 100 Leben zur Verfügung. Ich meine, von der Steuerung her ist es ja ziemlich ähnlich. Deswegen hoffe ich mal, dass ich da keine allzu großen Probleme kriege. Aber ich weiß nicht. Das Spiel, oh Gott. Das ist so überschwemmt mit furchtbaren Leveln. Das wird eine Reise. Aber ihr seht, es ändert sich eigentlich nichts. Es geht mit einem Speedrun los. Es könnte also eigentlich genauso gut Mario Maker 2 sein. Oh je, nein! Das ist halt das Schlimme an der 100-Mario-Herausforderung. Wenn du so ein Level kriegst, dann ist es nicht ausgeschlossen, dass man hier wirklich 100 Leben verballert. Und für ewig feststeckt. Das Tastenlayout macht mir ein bisschen Probleme. Weil das auf dem Wii U-Controller ein kleines bisschen anders ist als auf dem Switch-Controller. Da sind die Buttons oben auf der rechten Seite und auf dem Wii U Pro Controller sind sie unten. Ich weiß, und deswegen kriege ich diesen Sprung nicht hin. Ich weiß nämlich nicht, was ich dafür drücken muss. Nein, das ist wahrscheinlich, ja. Wisst ihr was? Nein. Dafür bin ich nicht hergekommen. Ja, nicht um so einen Quark zu spielen. Weg damit. Hier verliert man ja noch ein Leben, glaube ich, wenn man skippt. Das ist auf der Switch nicht mehr so. Boah, ey, die Vorschau war wirklich noch länger. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Schon wieder ein Speedrun. Nein! Gibt's hier einen geheimen Ausgang? Oh Gott, bitte hab einen geheimen Ausgang. Wieso tue ich mir das eigentlich an? Was habe ich mir denn dabei gedacht? Ich komme dem ja gar nicht davon. So, jetzt habe ich mal eine Chance. Wenn ich eines dieser querliegenden Trampoline berühre, bin ich down, dazu kommt's gar nicht. Der Launcher hat die gleiche Funktion. Ja, das ist so hässlich gemacht hier am Anfang. Ja, man muss eigentlich da reinlaufen, was allerdings ewig dauert, weil wenn man springt oder schwimmt, dann überspringt man das einfach. Ja, da ist es auch schon wieder passiert. Und dann ist auch der Panzer weg, dann kann man es eigentlich direkt knicken. Das macht keinen Sinn mehr. So, jetzt kriege ich mal ein bisschen Vorsprung. Der schießt direkt den nächsten. Klasse. Kriege ich jetzt wenigstens noch ein Trampolin in die Hand? Weil das ist ja ungefähr das gleiche wie der Panzer. Das ist das Ziel! Nein! Komm schon! Yes! Level Nummer 1. Geschafft. Das war echt ein easy Level für sehr schwierig. Das muss man dazu sagen. Die Trampoline haben hier noch ihren Spaß. Das ist fast ein Stern wert. Ja, im Vergleich. Auf geht's. Level Nummer 2. Ich finde halt, das Schöne an der 100-Mario-Herausforderung ist, man hat ein Ziel. In der Endlos-Herausforderung hat man kein Ziel. Ich sehe da oben schon das Ziel. So viele Ziele. Was ist mein persönliches Ziel? Muss ich hier einfach nur im richtigen Moment springen und kann es aber nicht sehen wegen den Effekten und dem ganzen Stuff?
Ist das nicht geil? Es ist sowieso, ich weiß nicht, ein bisschen arg eng, obwohl die Spike-Hitboxen in diesem Spiel sind zwar auch nicht gerade die besten, aber sie sind nicht so krank wie in Mario Maker 2. Deswegen ist es wahrscheinlich möglich, da durchzuspringen. Aber das Timing ist fast unmöglich, weil man sich nicht sieht. Man sieht nichts. Das war ein Anfang. Ich bin am ersten Spike vorbeigekommen. Okay, das ist zu früh. Ich muss es nach der Musik machen, weil sehen kann man ja nichts. Kleines bisschen zu früh. Ihr wollt nicht wirklich sehen, wie ich jetzt hier noch 73 Leben auf diese Art und Weise verliere, oder? Ich zumindest nicht. Es ist halt einfach die Japanerflut. Scheinbar spielt das Spiel niemand mehr, außer Menschen aus Japan. Und die haben irgendwie auch keinen Bock drauf. Oh mein Gott. Es ist allerdings kein Speedrun. Eine seltene Perle, die ich hier entdeckt habe. Oh. Wahrscheinlich kann ich hier am Anfang auch nicht stehen bleiben. Da kommt ein P-Switch! Den brauche ich vielleicht. Ja, den brauche ich garantiert. Lell. So, jetzt geht's hier hoch. Oh, die Kugeln haben so schöne Hitboxen. Die sind so grässlich in Mario Maker 2. Pilzi? Komm ich da vielleicht hoch? Das gestaltet sich schwierig. Ist aber nicht unmöglich. Bin mal kurz Bowser hier mit seinen random... Nein! Okay. Jetzt war da drüben irgendwo eine Röhre. Das habe ich beim Sterben noch gesehen. Noch ein bisschen weiter. Alles klar. No! Ah. Wer denkt sich sowas aus? Geht's hier direkt noch weiter? Möglicherweise. Mit viel Schwung. Ja! Hätte ich den jetzt etwa benutzen sollen? Und wenn ich das nicht will? Was mache ich dann? Der ist so schwer zu kriegen, Mann. Ich würde echt mal gern da hoch. Ich weiß nicht, wie ich es anstellen soll. So. Und jetzt hier abgeknallt werden. Warum? Überall sind irgendwelche unsichtbaren Blöcke. Da ist das Ziel. Nein, ich komme da nicht hin. Oh, ich komme da nicht hin. Hoppla. Das ist natürlich äußerst belastend. Das nützt mir aber wirklich gar nichts, hier zu sein. Oh, ich muss durch diesen Untergrundbereich. So. Jetzt bin ich groß. Was wahrscheinlich... Die Wickler sind viel kleiner, oder kommt mir das nur so vor? Ist das jede... Nein! Ah, soll ich absteigen? Das wäre eine gute Möglichkeit gewesen, um abzusteigen. Hey, ich krieg sogar noch mal einen. Oh! Das ist sehr ungünstig platziert da. Und die Säge? Der werde ich wahrscheinlich auch nicht ausweichen können. Ach, die ist gar nicht mehr da. So, jetzt wird's wahrscheinlich lustig. Eine Wand. Okay. Thank you.
Jetzt kann ich nur hoffen, dass die sich wieder automatisch umbringen und ich den Schlüssel kriege. Na! What? Was ist das hier? Wie mache ich das? Oh, ich hätte... Nein. Komm jetzt her, du. Ja, der Schlüssel nützt mir nichts, weil ich da nicht durchgehen kann. Ich hätte also quasi, möglicherweise, den P-Switch bis hierher mitbringen müssen, um draufstehen zu können. Oder irgendwas anderes. Ich meine, ansonsten wäre das Level auch nicht in sehr schwierig. Oder vielleicht doch. Echt jetzt? Aber wenn ich... Keine Ahnung. Ach, egal. Nicht, dass es jetzt noch eine Rolle spielen würde. Alle Rekorde werden demnächst annulliert und gelöscht. Was ist das? Level Nummer 3? No! Immerhin mal Super Mario World. Das ist angenehm für die Augen. Oh. Es ist allerdings ein Speedrun. Muss das Ding irgendwo hin? Da unten vielleicht? Wo führt denn das sonst noch hin? In die Mancha. Dafür ist die Bombe, damit das Pow aktiviert wird. Alles klar. Als ob! Was ist das denn für eine Hitbox? Ich bin dafür, dass wenn man Gegner oberhalb der Mitte trifft, dass die sterben. Das ist für mich eine gute Hitbox. Ich kann schon weiter, ne? Nee. Bitte stoß mich nicht da rein. Warum? Ich habe keinen Plan, ey. Das sieht so aus, als wäre es dann auch noch knapp hinten raus von der Zeit her. Ah, die war nicht im Bild. Ah, nee, ich habe da keinen Bock drauf jetzt, ehrlich. Ich will keine Speedruns. Nervige Kacke. Mini Kaizo 7, aber absolute Premiere. Es ist kein Japaner-Level. Deswegen brauchst du auch direkt 2 Stunden, um zu laden. Ja, kannst du auch direkt knicken. Ich guck's mir mal an. Was ist hier meine Aufgabe? Wow. Wow. Ich sagte keine Speedruns. Es tut so weh. Es tut so weh. Very, very hard. Ich bin bereit. Zeig her. Und es ist ein Speedrun. Ich kann es echt nicht glauben. Ich kann es einfach nicht glauben. Ich will es nicht glauben. Ich meine, Mario Maker 2 ist schon in so einem ähnlichen Status, aber irgendwann wird es wohl auch da landen. Nur noch Speedruns. Be careful, pause. Das klingt nicht nach einem Speedrun. Okay. Ich werde allerdings trotzdem gehetzt. Es macht also eigentlich im Grunde überhaupt keinen Unterschied. Es ist ein Pseudo-Speedrun. Pick a door. Okay, Spikes direkt. Einfach alles direkt überspringen. In diesem Spiel geht's noch, in Mario Maker 2 geht's nicht mehr. Sobald ein Teil der Röhre blockiert ist durch irgendwas, kann man nicht mehr in sie rein.
Diese ganzen Unterschiede. Klein, aber fein. Hoppla, das war nicht geplant. Heppa! Ja, ich glaube, der Mario Maker 2 Spike hätte mich an der Stelle gekillt. Das Level ist großartig. Leicht justieren. Pff, leicht, habe ich gesagt. Kein Autoscroller. Soll ich mich jetzt dafür schon dankbar zeigen? Bisschen, oder? Bisschen Dankbarkeit kann man ja mal... What? Was war das? Der hat mich eigentlich überhaupt nicht zu interessieren. Welche ist es diesmal? Wieder die zweite vielleicht? Nein. Die! Immerhin ist der Abschnitt schön überflüssig. Wo bin ich jetzt rein? Die andere. Ist wahrscheinlich sowieso ein Insta-Tot. Nein! Vielleicht eine unendlich Feuerblumen-Bowser-Bosskampf. Das hat noch gefehlt. Jetzt ist alles komplett. Jetzt haben wir alles gesehen, was die 100 Mario-Herausforderung zu bieten hat. Mehr ist es nämlich wirklich nicht. Inzwischen. Ist das Level vielleicht zu Ende? No! Immerhin nicht in die Lava gefallen. Das Level ist natürlich nicht zu Ende. Da unten ist das Ziel! Nicht mein Leben. Nicht mein Leben! Naja, spielt eh keine Rolle. Das wäre nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Level Nummer 4 mit 31 Leben. Sehe ich hier irgendwo Speedrun? Ich sehe eine Zahl, 350. Oh, no. Yep, es ist einer. Wahrscheinlich dauert der 350 Sekunden. Oh mein Gott! Wenn es in irgendeine dieser Röhren random reingeht. Oder nee, es sind 350 dieser Sprünge. Heiliges Hackfleisch! Oh, meine Augen! Das war so anstrengend nach einiger Zeit. Das war irgendwie ein Witz. Das war bisher das witzigste Level.
Und das sagt einiges. Aber für einen Stern reicht's trotzdem nicht. Ah. Keep calm and Kaizo. Okay. Uff. Die Physik ist irgendwie ähnlich, aber anders genug, dass es sich merkwürdig anfühlt. Oh. Ich habe hier irgendeinen Schritt ausgelassen. Achso, Moment. Ich kann ja dann da unten stehen, wenn ich das hier schaffe. Dann, wow, dann fallen ja die Mancha. Was kommt hier raus? Eine Piranha-Pflanze. Zum Mitnehmen, bitte. Alles klar. Das war wohl der erste Raum von mehreren 10.000. Boop. Immerhin, das hat funktioniert. Bamski. Oh, das ist immer sehr entspannend, sobald man das schafft. Die schießen aber echt lahm. Dankeschön. Geheimausgang. Könnte ich jetzt vertragen. Es gibt hier keine seitlichen Forms, ne? Die gab's damals noch nicht. Ich glaube, ich brauche so einen. Gib mal her. Oh, das ist so schön, dass das funktioniert. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das funktioniert. Okidoki. Bombensurfen. Ach, hätte gar nirgendwo hingemusst. Boop. Jetzt kommt es halt drauf an, wie lang das Level ist, aber ich krieg zumindest mal einen Checkpoint. Okay, das war cool. Jetzt wird's blind. Oh, danke! Das war ja fast schon Troll. Bombenleiter. Kann ich nochmal zurücksetzen? Sehr freundlich. Okidoki. Das ist halt alles Klassiker. Und ein Drop. Die kann ich ja nicht mal in Mario Maker 2. Schon wieder mit rücksetzen. Halleluja. Das war's fast. Ist das überhaupt das, was ich hier machen muss? Sieht gar nicht so aus. Aber hallo. Das ist das erste einigermaßen vernünftig hergestellte Level. Ist halt nur immer ein bisschen doof, dass man das alles blind machen muss. Die waren damals schon so. Oh, das hätte in Mario Maker 2 niemals gezählt. Da haben sie das Timing so viel gemeiner gemacht. Okay. Ja, kann man halt nicht wissen, ne, dass man gleich so weit muss. Nein, der zählt nun wirklich nicht. Was ist denn das? Ein Shelljump? Rückwärts-Shelljump? Uff. Ich kann keine Mario Maker Shelljumps mehr. Das Timing ist so anders. Man muss, glaube ich, viel, viel später werfen als in Mario Maker 2. Ja! Halleluja! Es ist immer noch nicht vorbei. Okay, ich habe da vorne was gesehen. Alles Paletti.
Nein! Ah. Kann man die hier so zurücksetzen? Ich weiß es gar nicht mehr. Yes! Ich hab's! Ich hab's geschafft! Yoshi, bevor du schlüpfst und eine böse Überraschung erlebst. Ach, der fällt gar nicht. Mario Maker 1 ist Yoshi-freundlicher als der Nachfolger. Wer hätte das gedacht? Das war ein gutes Level. Endlich. Jetzt kann dieses Spiel friedlich in die ewigen Jagdgründe eingehen. Es gibt einen Stern, ist jetzt noch ganz wichtig. Geht das schon gar nicht mehr, oder? Ha! So fühlt sich das also an. Auf geht's. Finale. 20 Sekunden? Wisst ihr, was keine 20 Sekunden dauert? Vielleicht dauert's doch 20 Sekunden. Ja, komm, jetzt brauche ich den Gag nicht mehr machen. Ein Level zu skippen, wollte ich sagen. Das dauert keine 20 Sekunden. Oh, was haben wir denn hier? Komm. Gib her. Was ist denn das? Bin nur ich so ungeduldig, oder? Lol. Aber ich habe freie Bahn. Das ist zwar ein Speedrun, aber ich habe freie... Ah, das ist schon mal gut zu wissen. Ich gehe mal davon aus, dass sich irgendwo über diesen Bunsenbrennern ein versteckter Block befindet. Oder es geht einfach hier rein. Das Vögelchen. Wo ist die böse Überraschung? Aha. Bleib ich jetzt einfach stehen. Vielleicht ist es ja ein Auto-Level. Eigle. Okay. Ich meine, wenn jetzt von oben irgendwas auf mich runterkommt, dann habe ich nicht wirklich eine Chance, dem auszuweichen. Muss es halt einfach akzeptieren. Schon wieder so ein Wegler-Abschnitt. Die waren halt auch mega beliebt. Es hat sich wie eine Seuche verbreitet. Ja, Speedrun-Level und Wiggler. Das Coronavirus von Mario Maker. So, ich glaube, ich will... Oh, ich hab's gesehen, aber zu spät. Nein! Oh, die Zeit ist schon um? Wieso das denn? Ich war doch gerade erst dabei, in Schwung zu kommen. Ah, nein. Ja, okay. Ziel? Yes! Das ist es halt echt, ne? Du musst die grausamen Level skippen und dann hat man hier eine reelle Chance. Ich meine, man kann es natürlich sonst auch schaffen, aber man braucht wesentlich mehr Glück. Tja, das ist doch ein schöner Abschluss. Ja, prima. Dann hoffe ich mal, dass Mario Maker 2 uns noch viele, viele Jahre erhalten bleibt. Wenn ihr das auch so seht, dann lasst mir ein Like da. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, abonnieren. Dann machen wir diese Reise gemeinsam weiter. Und ansonsten gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Auf Wiedersehen, Mario Maker. Das war auch eine schöne Zeit. Ende. Ende.